Teiler und wir haben gerade den Wasserbehälter von 800 Litern hintergehieft. Dämmung drauf. Glück auf. Meister Strunz, ja, Dämmung drauf, Glück auf. Und gedämmt die Rohre, isoliert also und schauen wir mal. 10. Tag der Erdwärmebauarbeiten. Die Tiefbauer aus Zwönitz, eine ganz tolle Truppe der Tiefbauer, haben jetzt alle Graben und Bohrstelle 1, Bohrstelle 2 verfüllt, leichte Schicht Mutterboden aufgebracht. Hier ist der Schacht für die Erdwärme, der wird dann nach dem Winter abgedeckt werden, aber erstmal noch zur Entlüftung und Probebetrieb. Und hier geht es vor zum Hausanschlussraum im Keller. Hier Grassamen ausgebracht und hier ist der Hausanschlussraum und hier geht es runter in den Keller. Wie gesagt, tolle Truppe und unten hat der Heizungs- und Sanitärmann, der Heizungsklempnermeister Strunz aus Auerswönitz, ist dabei, die Heizung weiter aufzubauen und wir haben den Kessel jetzt aufgestellt, die Wärmedämmung angebracht und einiges mit Eigenleistung geholfen. Und ja, so, und jetzt ist der 10. Tag und es dauert ungefähr noch 14 Tage. Also als Zwischeninfo. Glück auf aus dem Erzgebirge.